Die scharfe Krise zwischen dem Iran und den USA war das beherrschende Thema in den weltweiten Nachrichten in dieser Woche. Angesichts der Moskau-Reise von Bundeskanzlerin Merkel kamen Diskussionen auf, inwieweit Deutschland im Rahmen der EU und Russland die Situation allgemein deeskalieren könnten. Ist so etwas realistisch? Wer hat im Nahen Osten oder Washington Einfluss? Hallo zu Russland direkt. Die Welt rätselt nun, ob die heiße Phase der Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und den USA vorbei ist oder ob es doch weitere, auch kriegerische Akte gibt und ob der Iran nun die Entwicklung von Atomwaffen wieder aufnehmen wird. Beides zu verhindern wäre ein gemeinsames Interesse der Regierungen in Berlin und Moskau. Die Bundesregierung möchte hier nach einem Bericht der Tagesschau vom Freitag gemeinsam mit den anderen EU-Staaten handeln und mit Russland und China den Kontakt wegen einer Vermittlung aufnehmen. Bei den EU-Staaten ist es aber bereits schwierig, dass sie mit ihrem unterschiedlichen Verhältnis zu USA eine gemeinsame Position finden. Gerade Russland kann hier eine Lücke schließen, meint die deutsche Moskau-Korrespondentin Alice Botta. Das Vakuum, das die Amerikaner international hinterlassen, wissen die Russen geschickt zu füllen. Und die Leere, die die Europäer in der Diplomatie derzeit pflegen, auch. Berlin wisse um die Einflussmöglichkeiten Moskaus auf den Iran. Moskau hofft auf Beeinflussung der USA durch Berlin, glauben die Journalisten verschiedener deutscher Zeitungen, wie der Tageszeitung oder dem Südkurier. In Russland dagegen spielte bisher ein mögliches Zusammenwirken mit Deutschland bei der Deeskalation im Nahen Osten in der politischen Diskussion keine große Rolle. Ist hier also die Stunde der Vermittlung durch Deutschland gemeinsam mit Russland gekommen? Wir haben das den russischen Nahostexperten Sergei Melkonyan gefragt. Ich stimme Ihnen völlig zu. Diese Frage wird wahrscheinlich nach der Nord Stream Pipeline eine der Schlüsselfragen im Verlauf der Verhandlungen sein. Und das Format, von dem Sie sprechen, wird wahrscheinlich dasselbe sein, wie es das beim Atomabkommen gewesen ist. Wir waren natürlich nicht in vorderster Front bei der Unterzeichnung des Abkommens dort. Dort waren die europäischen Länder und die USA. Aber wir haben diesen Prozess aktiv unterstützt. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir jetzt die gleiche Variante ausprobieren werden. Aus meiner Sicht sind wir daran interessiert. Tatsächlich stand der Iran neben Libyen ganz oben auf der Tagesordnung des bilateralen Gipfels zwischen Putin und Merkel gestern in Moskau. Putin warnte dabei, angesprochen auf die USA, ausdrücklich vor größeren Militäreinsätzen. Ich würde sehr gerne groß angelegte Feindseligkeiten vermeiden. In diesem Fall wäre es eine Katastrophe, nicht nur für den Nahen Osten, sondern für die ganze Welt. Wir verstehen, wohin das führen würde. Es bedeutet eine erneute Flucht von Menschen aus Gebieten ihres traditionellen Wohnsitzes im großen Maßstab zu neuen Flüchtlingsströmen und nicht nur nach Europa, sondern auch in andere Regionen. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich bezogen auf die USA in der Art, dass sie die Verbundenheit ebenso wie verschiedene Standpunkte zwischen Deutschland und den USA klarstellte. So betrachte sie militärische Aktionen nur als Mittel für eine kurze Zeit. Langfristige Lösungen müssen diplomatisch gefunden werden. Den Schwerpunkt ihrer Ausführungen bildete das frühere Atomabkommen mit dem Iran und den Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran als Fehler der iranischen Luftabwehr. Ist es realistisch, gemeinsam im Rahmen dieser Vermittlung das Atomabkommen retten zu wollen, trotz dem Ausstieg der USA und faktisch nach dem Anschlag auf General Soleimani auch des Iran? Aus meiner Sicht kann man einen Schlussstrich unter diese Vereinbarung ziehen. Sie wiederherzustellen scheint unmöglich zu sein, zumindest in einer kurzfristigen Perspektive. Trump macht das auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht vor dem Ende seiner Legislaturperiode. Man sollte auf die Wahlen warten, die dieses Jahr stattfinden. Eine Veränderung im Weißen Haus kann vielleicht Hoffnung machen, aber wenn die Konstellation so bleibt, wie sie ist, ist es aus meiner Sicht ausgeschlossen. Die Europäer, die an dieser Atomvereinbarung am meisten interessiert sind, sie könnten die Initiative im Weißen Haus nicht implementieren, solange die Regierung von Trump dort ist. Den europäischen Einfluss auf die USA muss man aber hinterfragen. Trump folgt nach Meinung von Sergei Melkonyan mehr der Nahoststrategie Israels. Unter dem Druck von Israel haben die USA die Atomvereinbarung mit dem Iran verlassen.
Darauf bestand auch Benjamin Netanyahu während seines Besuchs, als Barack Obama noch Präsident war, während seines Auftritts im US-Kongress. Also der pro-israelische Vektor der amerikanischen Politik im Nahen Osten ist ziemlich deutlich. Amerikanische Handlungen auf syrischem Territorium, das, was von den amerikanischen Truppen geblieben ist, sie sind in erster Linie deshalb geblieben, um die Sicherheit der Öl- und Gasversorgung im Osten des Landes zu gewährleisten, aber auch um die Interessen der nächsten Verbündeten zu vertreten, in erster Linie der von Israel. So werden die gegensätzlichen Sichtweisen des Iran und der USA fast unüberwindbar. Die USA sieht wie Israel die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation und deswegen kam es zum US-Anschlag. Die iranische Sicht ist das völlige Gegenteil. Harte Konflikte fordern das heraus. Aus der Sicht des internationalen Rechts ist die Armee der Wächter der Islamischen Revolution ein offizielles iranisches Regierungsorgan. So können die Iraner einen Angriff mit Beseitigung eines, man kann ihn so nennen, Regierungsbeamten als einen Terroranschlag beurteilen. Deswegen haben sie als Gegenmaßnahme die Regierung der USA, was ein bisschen komisch klingt, in die Liste der terroristischen Organisationen eingetragen. Ob das in die Logik des internationalen Rechts reinpasst, es passt eigentlich nicht. In die Logik eines taktischen Spieles passt es hinein. Und aus der Sicht des Irak? Aus der Sicht des Irak sind die Dinge schwer zu beurteilen. Die Amerikaner haben das Recht, sich auf dem Territorium des Irak zu befinden, Operationen dort durchzuführen. Aber die Frage ist eine andere. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Amerikaner ihren irakischen Kollegen Bescheid gegeben haben, dass es geplant war, so eine Operation durchzuführen. In der Regel natürlich, wenn es keine Okkupationsmacht ist, sondern ein Verbündeter, der entweder nach Einladung der Regierung oder gemäß dem entsprechenden Mandat der UNO das Recht auf den Aufenthalt des Territoriums hat. In der Regel informiert dieser Staat über seine Handlungen auf dem Territorium des anderen Landes. Ob die amerikanische Militärleitung ihre irakischen Kollegen informiert hat, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, eher nein als ja. In dem Fall, wenn eher nein als ja, so hatten sie dazu natürlich kein Recht. So war die Reaktion des Irak, den amerikanischen Truppen nicht mehr zu erlauben, sich weiter auf ihrem Territorium aufzuhalten, in dieser Beziehung angemessen? Ob das angemessen war oder nicht, das sollten die Iraker bestimmen. Aber die Aussage von Numutaka al-Sadr, dass es unzulässig war, zeugt davon, dass die irakische Regierung mindestens das politische Establishment das einfach nicht gewusst hat. Wahrscheinlich, wenn sie das gewusst hätten, hätten sie sich bemüht, es nicht zuzulassen. Hätten die iranischen Kollegen informiert, sie hätten gesagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber nicht auf unserem Territorium. Sie hätten es irgendwie versucht, die ganze Geschichte zu verhindern. Der Irak hat sich generell als Folge des Soleimani-Anschlags an den Iran angenähert. Hier ist sich Sergej Melkonyan mit einem weiteren bekannten russischen Nahost-Experten Vitali Naumkin einig. So hat Trump unbeabsichtigt vor Ort eine für den Iran günstige Atmosphäre geschaffen, meint der Experte. Das alles zeugt davon, dass der Iran ein kleines Zeitfenster für die Gelegenheit bekommen hat, seine Präsenz auf dem Territorium des Irak zu erweitern. Es ist schwer, eine Prognose zu machen, was die negativen Folgen sein werden, weil alle radikalen Schritte, die der Iran im Irak machen wird, werden gegebenenfalls von den Amerikanern gekundet. Es gibt inzwischen gerade in Deutschland Publizisten, die nunmehr der Meinung sind, die Ermordung Soleimanis und die iranische Antwort seien gar keine so schlimme Auseinandersetzung gewesen, wie zunächst gedacht. Der Chefredakteur der deutschen Online-Zeitung Telepolis, Florian Rötze, spricht sogar von einem Theaterzauber, der stattgefunden habe und nunmehr vorbei sei. Ist eine Vermittlung von außen etwa gar nicht mehr nötig? Was war das Ziel des iranischen Raketenangriffs von dieser Woche? Aus meiner Sicht war das Wichtigste für den Iran, sein Gesicht zu wahren, in erster Linie vor seinem Volk.
Deswegen haben sie die Anschläge gemacht, bei denen es keine Opfer gab. Aber es ist wichtig zu bemerken, dass diese Anschläge sehr präzise waren. Die Raketen haben genau die Objekte getroffen, wo keine menschlichen Opfer möglich waren. Sowohl von der amerikanischen als auch von der irakischen Seite. Das zeugt davon, dass die Iraner einen Fortschritt in ihrer Raketentechnologie gemacht haben. Sie haben mit diesem Anschlag also auch einen Aspekt gezeigt. Es ist wichtig zu verstehen, dass weder die Amerikaner noch die Iraner an einer groß angelegten Eskalation interessiert sind. Lokale und kontrollierbare Eskalation ist möglich, um bestimmte innen- oder außenpolitische Ziele zu erreichen. Und da sind sich die beiden Spieler einig. Aber in dem Moment gibt es sehr viele sogenannte schwarze Schwäne, Faktoren, die man nicht bestimmen kann. Ein solcher Faktor ist aus meiner Sicht die tragische Situation mit dem Flugzeug der ukrainischen Fluggesellschaft. Wenn das Flugzeug von iranischer Luftabwehr abgeschossen wurde, warum genau das Flugzeug? Warum von etwa 50 Flugzeugen hat die Rakete leider genau das Flugzeug abgeschossen? Das sind genau die Szenarien, die nicht vorhersehbar sind. Und sie können einen extrem negativen Einfluss für die weitere Entwicklung der Situation haben. So sieht Sergej Melkonyan also, obwohl er keinem der Beteiligten einen Eskalationswillen bescheinigt, trotzdem weiter die Gefahr einer Verschärfung, die von selbst aus der Lage vor Ort entsteht. Diese Möglichkeiten der Verschärfung von vor Ort werden auf Russisch mit dem Begriff der schwarzen Schwäne bezeichnet. Die Gefahr der Verschärfung bedeutet im Umkehrschluss auch die Notwendigkeit der Vermittlung. Wo ist das Interesse Russlands im Nahostkonflikt um den Iran? In der Tat sieht Sergej Melkonyan die Idealposition seines Landes in der Mitte zwischen den Kontrahenten. Es kann vielleicht gut für uns sein, wenn wir in der Rolle eines Schiedsrichters auftreten, der unabhängig ist und, wie ich schon gesagt habe, am wenigsten daran interessiert, sich zur pro-iranischen oder zur pro-amerikanischen Partei zu bekennen. Also in der Position, die wir auch im Kontext der Konfrontation zwischen dem Iran und Israel auf dem Territorium von Syrien vertreten. Ob wir uns mit dieser Rolle einverstanden erklären, was wir dafür bekommen werden, das ist bis jetzt schwer zu sagen, weil es noch keine Information dazu gibt. Aber in der Perspektive kann das für uns eine, so gesagt, positive Rolle spielen. Für unsere Politik im Nahen Osten. Diese Ausgabe Russland direkt mit den Ausführungen unseres Experten im Original wird es in den nächsten Tagen in russischer Sprache auf Russland TV geben. Wie findet ihr das? Schreibt eure Meinung dazu und zum Thema unserer Folge gerne wieder in die Kommentare unter dem Video. Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Interviews direkt aus Moskau gibt's jeden Sonntag wieder bei mir. Auf diesem Weg möchte ich auch einmal unseren Spendern danken, die uns über PayPal oder Patreon unterstützen. Euer Geld wird in die Verbesserung unserer Arbeit investiert. Bis zum nächsten Sonntag unter dem Link meine bisherigen Folgen. Es ist über 200. Da ist für jeden ein interessantes Thema dabei.